Wir befinden uns hier in Mora, in der Region Dalarna, genau in Mittelschweden. Die Stadt wird auch als Herzen von Schweden bezeichnet. Und während sich Franzi hier neben mir im Zelt ein bisschen erholt, die ist nämlich krank, wir sind hier auf dem Campingplatz, habe ich mir jetzt mal diese 360-Grad-Kamera geschnappt von Insta, die Insta 360 X3. Und damit werden wir uns heute mal die Stadt angucken. Und was die Kamera so drauf hat und wie überhaupt so eine 360-Grad-Kamera funktioniert, werde ich euch dabei zeigen. Viele von euch werden sich wahrscheinlich schon mal gefragt haben, wie denn diese komischen Filmaufnahmen manchmal zustande kommen, wenn man zum Beispiel so eine Weltkugel, wie hier jetzt gerade eingeblendet, zu Gesicht bekommt. Das ist eigentlich ganz einfach und eigentlich auch ganz schlau geregelt. Wie man bei dieser Kamera jetzt hier sehen kann, befindet sich auf der Seite eine Linse und auch auf der Seite eine Linse. Wenn ihr jetzt auf die Videoaufnahmefunktion geht, nehmt ihr im 360-Grad-Modus einmal mit der Linse eine Datei auf und einmal mit der Linse eine Datei auf. Später könnt ihr dann in dem Videoschneideprogramm, das könnt ihr dann entweder auf eurem Computer, auf dem Desktop als Programm ausführen oder halt mit eurem Smartphone könnt ihr das auch bedienen, das Ganze, werden zwei Videodateien zu einer verschmelzt und somit habt ihr dann über die App oder über das Programm diese 360-Grad-Funktion. Daraufhin könnt ihr euch dann ganz einfach die Filmschnipsel, die ihr aus dieser Ansicht sozusagen haben möchtet, zusammenschneiden und habt dadurch euer eigenes Video. Anstatt der 360-Grad-Funktion habt ihr natürlich auch die Option, den Single-Lens-Modus zu verwenden. Das heißt ganz einfach, entweder ihr filmt mit dieser Linse oder mit der Linse in 4K bis zu 30 FPS und könnt dann sozusagen diese Kamera auch als eine ganz normale Vlogging-Kamera, wie zum Beispiel eine GoPro, verwenden. Ja, diese ganzen Funktionen, die ich jetzt gerade hier so ein bisschen erklärt habe, da bin ich schon ganz aufgerückt, die jetzt gleich einfach mal selbst auszuprobieren. Deswegen nehme ich euch jetzt einfach mal mit in die Stadt und wir gucken uns mal die Natur rund um Mora und auch die Stadt an sich an und gehen mal auf Erkundungstour. Also viel Spaß und bis gleich. Am oberen rechten Bildschirmrand könnt ihr sehen, in welcher Szene welches Objektiv verwendet wurde. So, wir befinden uns jetzt hier am Rand vom Campingplatz und ich mache mich jetzt mal direkt auf den Weg in die Altstadt. Es ist mega heiß, also die nächsten Tage soll es hier bis zu 30 Grad werden, was für Schweden absolut untypisch ist. Normalerweise haben die im Sommer um die 20 Grad im Schatten und dann im Monat haben sie 10 Tage davon, glaube ich, Regen. Also echt Glück hier. Der Ortsname Mora stammt übrigens aus dem altschwedischen Wort Moor ab, was in etwa Wald auf feuchtem Grund bedeutet. Ja, hier kann man nochmal sehen, wie unfassbar zentral der Campingplatz ist. Hier hinterm Zaun, gegenüber von dem See oder von dem Fluss, befindet sich direkt der Campingplatz. Von da bin ich gerade gekommen und hier ist das Zornmuseum. Und da vorne ist schon die Kirche von Mora. Also wirklich, ist auch eine kleine Stadt hier, aber super zentral gelegen, um sich mal die Stadt anzugucken. Wirklich ein guter Campingplatz. Hier befinden wir uns gerade bei dem Zornmuseum. Der Maler Anders Zorn hat in der Stadt einen bleibenden Einfluss hinterlassen. Er stiftete dem schwedischen Staat sein gesamtes Eigentum, welches über 60 Gebäude und 20.000 Kunstwerke und Objekte des Kunsthandwerks umfasst. Die Kamera steht hier auf dem Stativ und hat mich im Deep Track. Das heißt, sie folgt meinen Bewegungen und ersetzt somit quasi einen Kameramann. Kirchen angucken geht sowieso immer klar, deswegen bin ich natürlich auch da reingelaufen. Die Kirche wurde dem Erzengel Michael geweiht, der als der Bezwinger des Bösen gilt. Die Kirchen in Schweden haben meistens einen separaten Glockenturm, wie auch hier, selbstverständlich aus Holz gefertigt. In Mora startet übrigens auch das jährlich stattfindende Vasaloppet, ein Skilanglaufrennen über 90 Kilometer. Hier kann man sehen, von wo nach wo die Strecke geht und auf der Tafel werden Jahr für Jahr die Sieger verewigt. So, ich bin jetzt an einer Promenade. Das hier hinter mir müsste der Siljansee sein. Der Siljansee ist der siebtgrößte See in ganz Schweden, also echt ein großes Teil. Und hier ist auf jeden Fall ein bisschen ruhiger. Hier geht jetzt wohl auch ein Radweg an der Promenade entlang. Da hinten in der Innenstadt ist noch ganz schön viel Verkehr. Also uiuiuiui, ganz schön ordentlich. Sieht aber ganz schön aus. Ich zeig's euch mal. Eins der Wahrzeichen von Schweden, besonders von der Region hier, sind diese roten Steckenpferdchen. Also die werden hier wohl auch irgendwo in der Nähe handgefertigt. Ich werde es auch mal einblenden, wo das ist. Also ich finde die Dinger so geil, ich brauche unbedingt so ein Teil. So, ich bin jetzt ein bisschen rausgefahren aus dem Stadtkern. Bin jetzt hier ein bisschen um den Siljansee herumgefahren.
Also der Verkehr, also das geht mir richtig auf den Piss, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist voll krass da drin. Ne? Das ist eine Stadt mit 20.000 Einwohnern und ich weiß nicht, ich habe mich da wie im Ruhrgebiet gefühlt. Hier um den See herum geht jetzt noch ein Radweg, ein wohl geschotterter Radweg nach Amersengsleden. Ich habe es bestimmt nicht richtig ausgesprochen. Egal, den werde ich jetzt noch ein Stück folgen und werde hier noch mal ein bisschen die Natur einfangen rund um den See. Denn da drinnen in der Stadt ist es ein bisschen zu stressig für mich. Ich habe gerade gedacht, der Radweg geht hier weiter. Das ist eine Einlassstelle für die Boote. Ja, ich glaube, ich muss mal zurückfahren. Das wird hier nichts. Hier ist die Kamera auf dem Selfie-Stick befestigt. Die Software von Insta360 macht den Selfie-Stick in der Nachbearbeitung unsichtbar. Ein sehr cooles Feature. Ja, hier endet der Radweg jetzt einfach. An einem ja, wieder mal wunderschönen Badesee. Hier kann man sich einfach hinpflanzen, muss natürlich auch keinen Eintritt bezahlen. Eine riesengroße, schöne, gemähte Wiese. Überall sind Picknickplätze, selten ist ein Fußballfeld, Toiletten sind auch da. Richtig schöne Ecke hier. Campen soll man hier allerdings nicht. Liegt wohl auch daran, weil genau hinter mir ein Campingplatz ist. Und das mit Sicherheit schon einige einfach gemacht haben. Kann ich auch nachvollziehen. Ja, ich werde mich jetzt nochmal hinpflanzen, kurzes Päuschen machen und dann geht's auch schon wieder zurück. Franzi wartet sicherlich schon auf mich und ich muss auch noch einkaufen und muss auch deswegen noch einmal kurz durch die Einkaufsmeile durchfahren. Jetzt habe ich wieder genug frische Luft geschnappt, um mich wieder durch den Stadtverkehr zu wuseln. Also, es geht gleich weiter. Ja, wir sind hier bei Zorns Gamilgard. Dieser Anders Zorn, das ist ja das Museum, wo wir eben gerade schon gestanden haben. Das hier ist jetzt nochmal ein Freilichtmuseum und hier geht es tatsächlich so um die historische Bauweise, wie in den letzten Jahrhunderten die Häuser hier gebaut wurden. Und das ist ein Freilichtmuseum und hier gehe ich jetzt mal kurz rein. Das ist nämlich kostenfrei. Ja, so sah tatsächlich ein Bauernhof, eine Farm aus dem 13. Jahrhundert aus. Also manche Gebäude sind halt von auch vom 13. Jahrhundert, manche aus dem 14., 15., 16., 17. Steht da jedenfalls so geschrieben. Aber es ist richtig cool. Man kann hier in jedes Gebäude eigentlich rein und sich das angucken. Richtig geil und es kostet einfach nichts. Ne? Das wurde wohl von diesem Zorn, von diesem Mann, der hat damals Leute angeheuert, die sich mit dieser alten Baukunst ausgekannt haben und hat es einfach nachgebaut, wie damals diese Häuser ausgeschaut haben. Schon ziemlich cool. Ja, geil. Und ich bin ganz alleine hier. Ist niemand da? Niemand. So, das war verdammt teuer. Mückenspray hat, glaube ich, über 10 Euro gekostet. Und Teebaumöl, das benutzen wir als Deo, war auch nochmal richtig happig. Aber das Zeug braucht man, besonders das Mückenspray. Ansonsten zerfleischen dich die Moskitos in der Natur. Das ist exzessiv. Und jetzt kommt ja sowieso nochmal die Mückenzeit. Also es geht gerade erst los. Das Zeug braucht man unbedingt. Ansonsten bleibt mal lieber zu Hause. Bubi! Jo, ihr wart jetzt gerade mit Fabian in Mura unterwegs. Ich war hier am Zeltplatz, denn ich bin ein bisschen am Kränkeln. Ich bin aber schon sehr gespannt auf die Aufnahmen, die Fabi gemacht hat. Zu der X3 können wir auf jeden Fall sagen, dass wir diese 360-Grad-Kamera als ja sehr gute Ergänzung finden in unseren YouTube-Videos. Das bringt meistens immer noch ein bisschen Pep rein. Man hat da super viele Möglichkeiten, einfach verschiedene Perspektiven zu zeigen mit nur einer Aufnahme. Das heißt, ihr habt eigentlich immer relativ wenig Aufwand und viel Output, was ihr nutzen könnt. Wenn ihr zum Beispiel noch keine Drohne habt und euch das Ganze ein bisschen zu kostspielig ist, wenn ihr dann diesen unsichtbaren Selfie-Stick einfach ganz weit ausfährt, dann ist es ja schon fast wie eine Drohne. Ihr habt einfach die Sicht von oben, könnt euch filmen und egal, ob ihr Radreisevideos macht, so wie wir, oder vielleicht andere Outdoor-Videos, Hiking-Videos oder was auch immer, ja, ist das auf jeden Fall eine richtig gute Option. Wir haben euch den Link einfach mal nach unten gepackt. Das heißt, ihr könnt euch mal anschauen, ob das auch was für euch wäre. Ihr findet da auch noch die anderen Produkte von der Firma Insta360. Wir filmen nämlich nicht nur mit dieser Kamera, sondern auch noch mit anderen
Kameras dieser Firma und ja, sind eigentlich mit allen sehr gut zufrieden. Schaut also gerne mal nach. Ihr supportet uns damit noch ein bisschen. Wir kriegen eine kleine Provision. Das an dieser Stelle für die Transparenz. Für uns geht es hoffentlich morgen weiter. Wir fahren weiter durch Schweden an die Ostküste und dann nochmal quer rüber, weil wir wollen ja auch noch nach Norwegen und auf die Lofoten. Und ich glaube, auf den Lofoten macht sich diese Kamera auch nochmal richtig, richtig gut. Also stay tuned, seid mit dabei und bis zum nächsten Mal.